So, willkommen zurück zu Folge 29 von A New Beginning. Tja, okay. Gut. Können wir die hier... Die Dienerin von Indes. Die Dienerin, okay. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht sieht. Gut, dann nicht. Da geht es direkt in die Höhle des Löwen. Okay, das da... Da ist ein Keil unter der Leiter, damit sie nicht wegrollt. Okay. Die Leiter ist außerhalb ihres Sichtfeldes. Zum Glück. Gut, alles klar. Oh ja, da sind wir hier draußen. Was ist hier? Uiuiui, da sollte mal einer von der Gebäudetechnik nachschauen. Das sieht nicht gut aus. Sieht sehr verstopft aus. Ist aber sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen. Aber gut. Gut. Der Schacht führt hinter den Tisch von Miss Buendia. Zweige? Ein paar Zweige ragen über das Geländer. Gut, wenn wir uns das schon anbieten. Die ist angelehnt. Gut, aber der Fahrstuhl ist nicht... Ich sollte nicht näher heran, nicht solange Indes direkt vor meiner Nase sitzt. Gut. Sowas? Da kommt er nicht mehr so leicht wieder raus. Warum nicht? Das ist okay. Wie siegessicher er aussieht. Wart's nur ab, Indes. Bald hat deine Stunde geschlagen. Ah. Da ist sie. Endlich. Gut, was haben wir denn hier noch so? Zweige hatten wir. Hier ist nix. Können wir wieder nach unten. Ja. Die Blätter sind schon klein genug. Okay. Was? Mal sehen, ob das funktioniert. Gut. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Ah, okay. Jetzt ist das hier alles sauber geworden, oder wie? Die Maschine saugt die Blätter ein. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Oh, die Arme muss jetzt putzen, alles klar. Damit muss ich die Temperaturen in das Büro steuern lassen. Über das Telefon kann Indes sie herumkommandieren, ohne sein Büro zu verlassen. Tja, das geht jetzt nicht mehr. Der Schacht führt nach oben. Die Dienerin von Indes. Dann wollen wir es ihm mal ein bisschen angenehmer machen. Nicht so kalt. So, jetzt wird's kalt. Miss Buendia? Ja, Sir? Meine Balkontür klemmt und die Klimaanlage spielt verrückt. Drehen Sie sie wieder hoch. Ich habe nicht vor, in dieser Wildnis zu erfrieren. Sehr wohl. Danke. Das war also nicht die Lösung. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Komisch. Da geht es direkt in die Höhle des Löwen. Ah.
Ah, Telefon sabotieren. Und schnipp. So. Umstellen. So können wir es machen. So, jetzt wird's kalt. Jetzt versuch mal anzurufen, du Scherz. Miss Buendia, die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend, die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. Okay. Oder muss ich den Keil noch irgendwie einsammeln? Anscheinend nicht. Geschafft. Okay, wir sind bei Bend. Das sieht ja schon wieder nach einem Rätsel aus. Schauen wir mal. Ein Müllcontainer mit Materialresten. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. Ein Brett und ein Metalldeckel, okay. Okay. Alles klar. Das Steuerungspult für den Magnetkran. Die Kiste ohne Deckel. Viel zu tief. Die Kiste ohne Deckel. Wie viel zu tief, hä? Ah, ich verstehe. Ich nehme die Sachen wieder mit. Das sieht vielversprechend aus. So, bewegen und dann dem auf den Kopf fallen lassen, würde ich sagen, oder? Eine Glasscheibe. Verdammt, ich komme von hier aus nicht an seine Fesseln. Psst. Sind Sie Salvador? Ich bin hier, um Sie zu retten. Halten Sie sich bereit. Ich brauche etwas, um die Fesseln durchzuschneiden. Hab verstanden. Ich kümmere mich darum. Ich müsste die Scheibe über den Zaun werfen und das ist keine gute Idee. Da gelingt mir doch nie eine Punktlandung. Können wir die Glasscheibe damit transportieren? Das sieht vielversprechend aus. Nicht. Ich hätte gedacht, das wäre... Wild improvisiert. Aber könnte klappen. Wild improvisiert. Warte, so auf das Metalldeckel. Das sieht vielversprechend aus. Aber ich hatte das doch eben auch gemacht und jetzt...
Na bitte. Bewegen. Okay. Weiß ich nicht. Jetzt mit dem Notschalter vielleicht? Sieht aus wie ein Notfallschalter zur Deaktivierung des Magnetkrans. Warnung, nur im Notfall benutzen. Sofortige Abschaltung des Magnetkrans. Okay. Was? Ach. Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen wollen. Ah! Wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur jemanden befreien. Oh. Danke. Meine Güte, Sie hätten den Mann doch nicht gleich töten müssen. Bist du hier, um mit mir die Welt zu retten oder um über Moral zu diskutieren? Beides zusammen wird heute nicht gehen. Na gut. Es muss einen Weg geben, das Reaktorunglück zu verhindern, ohne weitere Opfer zu riskieren. Unglück? Verhindern? Was hat Faye dir erzählt? Ich weiß alles. Das Reaktorunglück, der daraus resultierende Klimagau, eure Zwischenlandung im Jahr 2050. Was? 2050? Der Teil kam von mir. Irgendwas mussten wir doch erzählen. Er wäre sonst nicht mitgekommen. Okay. Dieses intrigante Biest. Was? Was ist so lustig? Was geht hier vor? Faye hat dich angelogen, Svensson. Es gab kein Unglück. Ich bin das Unglück. Ich verstehe kein Wort. Okay, ich bin leicht verwirrt. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wir haben Glück. Die Folge ist noch nicht vorbei. Das heißt, wir erfahren es in dieser Folge wahrscheinlich noch. Dann gab es also gar keine Katastrophe? Die Welt ist heute nicht untergegangen? Was haben wir denn heute? Den 27. März 1982. Ein völlig willkürlicher, austauschbarer Samstag in eurem ach so gemütlichen Leben. Natürlich ist die Welt heute nicht untergegangen. Genauso wenig wie am nächsten Mittwoch, am 8. Juli oder irgendwann in 2011. Es gab eine Katastrophe, ja. Aber kein singuläres Ereignis, das dazu geführt hätte. Keinen Big Bang. Es war ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauerte. Und genau das war der Grund, warum ihr nie etwas dagegen unternommen habt. Okay, ich verstehe schon. Das heißt also, sie haben die Geschichte so erfunden, damit die Leute ihnen glauben. Denn diese schleichende Klimaerwärmung, das wissen wir ja selber, wird nicht so ernst genommen, wie sie vielleicht müsste. Was ist mit eurer Zwischenlandung in 2050? Es gab eine Zwischenlandung, aber viel später. Der Klimawandel passierte nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von mehreren hundert Jahren. Tja. Aber ich habe doch mit Delvin gesprochen. Ich habe die Zukunft gesehen. Die Bilder, die du gesehen hast, stammen aus dem frühen 26. Jahrhundert, nicht aus 2050. Faye hat wohl doch einen Teil unserer Mission beherzigt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass wir richtig liegen. Nur unmittelbare Ereignisse können die Menschen zum Handeln bewegen. Tja, ich bin verwirrt. Faye würde mich nie belügen? Keine Ahnung. Ja, ich würde sie schon zutrauen. Aber Faye würde mich nie belügen. Und doch hat sie es getan. Schließlich hat wohl auch sie erkannt, dass die Welt nicht durch Idealismus und gute Vorsätze zu retten ist. Man muss die Menschen zwingen, das Richtige zu tun. Aber wenn es keine Katastrophe gab, was machen sie dann hier? Der Plan sieht vor, eine Katastrophe zu provozieren. Was? Sie wollen einen Reaktorunfall herbeiführen? Genau das. Unsere Experten haben berechnet, dass eine Explosion im Indeskraftwerk den brasilianischen Regenwald vom Amazonas abwärts in kürzester Zeit zerstören wird. Ein Klimagau scheint unausweichlich. Nur sofortiges Umdenken kann die Welt vom Kollaps retten. Kraftwerke werden vom Netz genommen. Alternative Energien kommen zum Einsatz.
Menschen wie du werden endlich ernst genommen. Sicher das doch. Ist die einzige Chance, den langfristigen Schaden an unserem Ökosystem einzudämmen. Genau, das Ökosystem zu zerstören ist die einzige Chance, die Zerstörung des Ökosystems aufzuhalten. Ja. Wir können uns ändern. Aber ihr werdet es nicht tun. Wir wissen das. Für uns ist euer Scheitern bereits dunkelste Geschichte. Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie damit erreichen wollen. Die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Kraftwerke wie dieses werden das Ökosystem des Regenwaldes über die nächsten 100 Jahre hinweg vollkommen ruinieren. Aber als die Menschen schließlich auf die Idee kamen, umzudenken, war der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Nur eine Katastrophe wird ihnen die Augen öffnen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Menschen werden sterben. Lebensformen werden ausgerottet. Das ist doch verrückt. Ist es das? Die Menschen brauchen einen Anstoß, um zu handeln. Ohne unmittelbare Bedrohung rühren sie keinen Finger. Das solltest du doch am besten wissen. Aber dabei würden wir ja selbst draufgehen. Na und, draufgehen werden wir so oder so. In meiner Zeit leben nur noch wenige hundert Leute, Svensson. Sie werden den nächsten Sonnensturm nicht überstehen. Wenn wir heute keinen neuen Anfang machen, wird es schon bald keine Zukunft mehr geben. Wir opfern uns für den Fortbestand der Menschheit. Interessante Theorie. So, genug geplaudert. Ich habe ein Kraftwerk zu sprengen. Salvador, warten Sie! Verdammt, Salvador! Ich frage mich nur gerade, ob andere Entscheidungen etwas gebracht hätten. Es tut mir leid, Bent. Wenn Duwe gestorben wäre, du hättest dich auch nicht in Rauch aufgelöst, richtig? Nein, ich wäre immer noch hier. Verschwindet von hier. Alle drei. Ich werde Salvador aufhalten. Ich muss nicht auf dich hören. Ich komme mit. Reicht es nicht, wenn ein Idiot heute stirbt? Oder willst du dich wirklich für eine Menschheit aufopfern, die dich nichts als enttäuscht hat? Bent, du hast mich nicht enttäuscht. Dann aber keine Lügen mehr. Kein Quatsch über meine Forschung. Und kein Ich werde mich in Rauch auflösen. Kein Rauch. Versprochen. Und jetzt los. Okay, jetzt los. Da hinten, der Reaktorkern. Das ist Salvadors Ziel. Auf geht's. Das ist ja geil. Warum laufen die denn ineinander? Das ist doch wieder Mist. Schnell! Der Kern setzt sich in Bewegung. Ich komme! Hast du das auch gehört? Was war das? Der Reaktor ist stehen geblieben. Hilfe! Wachen! Schickt endlich einen Trupp zum Kern! Verdammt, hört mich denn keiner? Tja, wir hören ihn, aber ich würde sagen, die Reaktion gibt es erst in der nächsten Folge. Und das meine ich wirklich ernst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.